Hey. Hallo? Oh mein Gott! Herzlich willkommen zu einem weiteren spontanen Stream von mir. Ich muss das Ganze noch kurz auf YouTube hochladen, damit auch jeder weiß, dass es gerade spontan Stream ist und so, ne? Weil es hat sich ja letztens zu viel aufgeregt. Das da hier hochladen, genau. So. Ein bisschen was ändern. Sorry, wenn ich gerade lag oder so, weil ich ein Video hochlade. Okay. Zack. Alles klar. Okay. Ich glaube, es passt alles. Schön, dass ihr schon mal da seid, also alle, die es gerade auf YouTube schauen. Heute gibt's Banished, ne? Also das ist so ein Spiel. Und das musste ich. Oh, scheiße, ich muss eigentlich mal hier in Twitch gehen, damit ich den Chat auch sehen kann. Voll verpeilt, Mann. Richtig spontan heute. so. Okay, Chat, hallo. Schon jemand da? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Viewerlist? Oh, das hat sich ja geändert. Was ist das für ein krasser Scheiß? Und da, ja, Iron Man ist da, hallo. Jo. Noch kurz was, eine kleine Beschreibung hinschreiben. Und solange das Video an ist, das mit, ja, spontanen Stream noch, was ich gerade hochgeladen habe, solange wird das Stream auch gehen. Das heißt, wenn ich Iron bin, das heißt, wenn ich weg bin, oder wenn der Stream aus ist, dann wird das Video auch wieder gelöscht. Das heißt, solange ihr das Video seht, könnt ihr auch gerne beim Stream vorbeischauen. Und ja, also, wie gesagt, heute Banished. Das ist so ein Spiel, das wollte ich eigentlich schon immer mal zocken. Ich find's saugeil, aber es ist halt sowas, da ich wollte kein Let's Play davon anfangen, weil ich ja schon so viele Videos gerade hochlade oder so viele Serien am Start habe. Und deswegen zocke ich das halt mal so zwischendrin. Ich werde auch kein neues Spiel anfangen. So ein bisschen da weitermachen, wo ich gerade bin. Ich hoffe mal, es ist nicht zu laut. Chat, wäre nett, wenn du mir mal wieder sagst, was hier los ist. Kannst den Stream anschalten, damit auch alles passt. Damit ich sehe, ob auch alles passt. Hallo Eisentonne. ja, genau. Wir können es mal kurz langsam weiterlaufen lassen, damit sich wenigstens irgendwas tut auf dem Bildschirm. Genau, war ich nicht gerade dabei. Gott. Also ich weiß nicht, ich habe gerade 6 Stunden im Spiel gerade rein. Rein im Spiel. Also halt das Spiel gespielt. Das ist so meine Stadt gerade. Aktuell, könnte man so sagen. Und ja, Eisenton, ich habe deine YouTube-Nachricht bekommen. Ich verstehe nicht, warum du mir das sagst. Das ist mir eigentlich. Also es ist nicht mir, ist mir jetzt nicht egal, aber ich hatte es nicht bemerkt. So. Also ich kann ja mal. Oh, ein Merchant ist da. Ein Merchant. Pepper brauchen wir aber nicht. So, ich kann ja mal so anfangen, wo ich angefangen habe, damit ihr auch wisst, was los ist. Vielleicht Musik minimal leiser, sagst du. Okay, wird gemacht. So vielleicht. Ist 50% jetzt. Hoffentlich geht's so. Der ist schon wieder weg, gell? Hoffen wir es mal. Jedenfalls, hier war halt meine Starting Area, das ist meine Starting Barn hier, ne? Und dann habe ich halt hier so erstmal ein paar Felder hingebaut. Und hier außen rum, dann das hier. Hier sind Forester, Gatherer, Hunting, Herbalist und so. Hier ist ein Marketplace. Also das hier, das war meine Starting Area, dann hier eine Town Hall irgendwann, was auch immer mir die bringt, keine Ahnung. Habe ich noch nie benutzt, außer dass Nomaden sind, aber die habe ich noch nie reingelassen. genau, hier habe ich noch eine kleine Area mit einem Hunting, Forester und Gatherers Hut. Hier eine Pasture, die aber ziemlich ineffizient ist. Jedenfalls habe ich halt hier so angefangen, dann habe ich hier meinen Stein-Dings gebaut, meine Mine und so. Ich glaube, das war es eh schon so groß im Ganzen. Hier haben wir halt Woodcutter und der Standard-Zeugs halt. Also wer Banish nicht kennt, ist halt im Prinzip einfach eine Stadt aufbauen, aber halt nicht jetzt so wie Anno, was voll fett ist, sondern halt eher im kleinen Stil. Ist das. Ah, nein, das ist ein Blacksmith. Das ist ein Schoolhouse. Ah, der 16 Students, richtig krass. Kenne ich mich wenig. So, hier haben wir auch noch eine Pasture, die ich ja gerade vor kurzem gemacht habe. Also vor kurzem besser gesagt, habe ich. Also, ich hatte glaube ich gestern, wo ich das Spiel gezockt. Nein, vorgestern für euch jetzt. Wo ich das Spiel gezockt habe. Hier 40 Children und hier vielleicht 7 und 14, also keine Ahnung, so die Hälfte der Population. Und dann habe ich halt, dachte ich mir, irgendwie muss es weitergehen. Ich habe irgendwie immer 11.000 Essen oder so gehabt. Also habe ich mich hier hinten mal ausgebreitet. Das ist jetzt so praktisch meine neue Area. Hier leben viele Farmer und halt auch ein Schulhaus. Schau ich mal kurz, was ihr so in den Chat schreibt. Hallo, Huile Brüele. ja.
Alter, so ist das irgendwie dumm. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich glaube, so ist gut. So ist gut, so ist gut. Sehe ich auch ein bisschen, was abgeht. Oh, servus Johnny, was geht? Alles für die Mischriddy. So, ich glaube, was ist denn gerade alles am Machen? Ah, hier ist, glaube ich, was am Bauen, oder? Also, ich, wie gesagt, ich bin gerade heftig am Aufbauen hier überall, weil ich einfach mal hier sau viele Laborer und Builder habe und sau viele auch, die gerade... Also, ich habe einfach gerade extremen Wachstum. Hallo, der Leo. Oh, da richtig viel los heute. Krasser Scheiß. Ja, also wie gesagt, ich versuche halt hier gerade ein paar Arbeitsplätze zu schaffen und hier auch alles aufzufüllen. Ich habe es hier auch schon ziemlich viel aufgefüllt. Ich meine, Gatherer haben wir 12 von 16, Herdsman 5 von 5, Farmer 7 von 7, Forester 20 von 20. Aber ich meine, Holz kann man immer gebrauchen, wobei, da könnte ich eigentlich mal so ein paar abziehen. Fällt mir gerade so auf. Beziehungsweise, eigentlich muss ich mich nur noch erweitern. Und Zuschauerzahlen steigen, ist echt so. Richtig krass. Kaum lade ich ein Video hoch, sind auch ein paar Leute da. Aber das Coole am Stream ist, finde ich jetzt, soll ich das nicht so alleine, sondern ihr könnt mir so ein paar Sachen sagen, was ich machen soll. Alter, das ist richtig krass hier, 100% voll. Geiler Scheiß. Also, ich werde definitiv hier noch ein bisschen ausweiten. That's what he said. So, hier jedenfalls noch ein Haus bauen. Obwohl, hier werden eh gerade welche gebaut. War nicht dumm von mir, naja. Oh, scheiße, das habe ich jetzt hier zugemacht. Nein, das ist nicht, das da ist es auch nicht. Das da? Ja, das war's, okay. Und das hätte ich auch noch gerne auf. Also hier sieht man das Limit für alles. Wie viel Fuel haben wir? Ja, okay. Holz können wir eigentlich erstmal alle Leute lassen, die da arbeiten. Was haben wir hier? Squash, Bean, Potato, Pumpkin, Bean. Okay. Cool, cool. Das hat die Frage, was machen wir so als nächstes? Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich bin irgendwie gerade so einfach nur dabei, Häuser zu bauen. Was dumm ist halt, wenn ich hier drüben... Also es, im Spiel geht es halt nur um Effizienz eigentlich. Was dumm ist halt, wenn ich hier überall sau viele Häuser hinbaue. Dann haben die halt hier nichts zum Arbeiten in der Gegend, weil halt alles zum Arbeiten hier drüben irgendwo ist. Das heißt, wenn ich hier Häuser hinbaue und da die Bevölkerung steigt, muss ich auch hier irgendwie Arbeitsplätze schaffen, wie zum Beispiel hier halt so Zeug hinbauen. Und ich habe halt auch Angst, wenn ich hier zum Beispiel zu viele Gatherer mache, dass der... Wald übergärtert wird, also ausgerottet wird irgendwann, was ich mal nicht hoffe, dass es funktioniert oder dass es geht, deswegen habe ich überall ein bisschen weniger als maximal. Oh, Eisentonne ist Essen, okay. Bon Appetit. Ich bin einfach mal ein paar Häuser, dann kannst du bald mit mehr Zuwachs rechnen und weiter ausbauen. Ja, schon klar, aber wie gesagt, ich brauche halt auch Jobs, das heißt, das ist halt die Frage, was ich machen soll. Vielleicht brauche ich noch einen Dock hin. Beziehungsweise, ich glaube, ich warte erstmal, bis hier alles aufgebaut ist. Ich glaube, ich mache mal wieder 10-fach Speed, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Passt schon. Ich will Krieg sehen. Nein, schau mal, das Gute ist, an dem Spiel gibt es keinen Krieg. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es gibt hier keinen jedenfalls. Hier können wir nochmal zwei Leute. Dann hier passen 4 rein, das heißt, wir haben 5. Das heißt, wir wollen hier 15 haben, genau. Dann haben wir überall einen weniger als maximal. Hier haben wir auch alles voll. Hier wird, glaube ich, auch gerade gebaut. Was haben wir? Eine Hunting Cabin, okay. Richtig. Was macht der? Wie effektiv sind eigentlich Pumpkins? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe mal ziemlich geil. Was haben wir hier? Ein Makel ist fast voll. Also ich muss sagen, dieses Spiel war echt extrem schwer am Anfang. Wobei ich mir eigentlich gar nicht mal so schwer getan habe. Ich glaube, ich bin einmal, also ich habe eine Welt erstellt, sofort reingesprungen. Bin halt erstmal draufgegangen und das ist jetzt meine zweite Feld, Muffelwill, ja. Und die ist eigentlich richtig nice. Also, weiß nicht, da baue ich jetzt schon die ganze Zeit dran. Kann man schon lassen jedenfalls. Irgendwas wird jedenfalls gerade noch gebaut. Ist das das Einzige, was gebaut wird? Nein, das da und noch irgendwas. Das ist jedenfalls gleich fertig, die Hunting Cabin. Können wir gleich nochmal 2 Hunter dazu tun. Hier. Was? 6 von 15. 6 von 15? Und von 15 dann? Ah, hä? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Egal, wir machen einfach mal 2. Das ist ein crazy Scheiß. Warum jetzt 6 von 15? Oh, da schauen wir, wie viele Leute hier geboren werden. Das ist richtig krass. 33 Kinder, Mann. Krasser Scheiß. Hä, warum jetzt von so vielen? Das finde ich schon ein bisschen komisch. Hunter. Okay, ich erhöhe es einfach mal um 2. Warum nicht? Hallo, hey Daniel, was geht? Und LP Tobi Plays, hallo alle.
Das finde ich gerade echt komisch. Warum ist hier von 15? Das ist für ein krasser Scheiß. Warte, hier haben wir von... Merchant ist da. Schauen, was der so will. Warmcoat und Wolle. Nee, lass mal. Lass stecken, Junge. Kann es sein, dass es hier irgendwie erhöht hat? Jetzt von 3. Zählen die auch dazu? Nee, sind ja was anderes. Gatherer Hunting. Hier haben wir auch von 3. Hat sich hier erhöht irgendwie? Hunting Cabin. Nee, hä? Ich verstehe das nicht. Warum wird das jetzt davon 15 angezeigt hier unten? Das ist ein krasser Scheiß. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist irgendwie verpackt. Naja, kann man nichts machen. Lass mal die Häuser hier noch kurz bauen. Mal wieder in den Chat schauen. Mit den weiteren Armen kannst du dann deinen Steinbruch aufstocken und dann mal die Straßen aus. Steinbauen sieht schicker aus und die Leute legen die langen Strecken da schneller hinter sich. Und vielleicht kannst du dann mal deine kleinen einzelnen Felder zu ein paar großen zusammenlegen. Ja, ich habe halt hier einzelne Felder, weil ich habe gehört, dass wenn man zu lange das gleiche Zeug anbaut, dass das halt dann ausgenutzt wird und nicht mehr so effektiv ist. Deswegen lasse ich dann halt hier, wechsle ich das halt durch. Und wenn es ein großes Feld ist, dann kann man das halt nicht mehr aufmachen. Also ich habe es halt gerne so. Ist eh egal eigentlich. Finde ich jetzt so persönlich. Und ja, schau, wo geht's besser. Wir haben heute schon Feed the Beast aufgenommen, das heißt, Feed the Beast kommt heute auch wieder. Geil, oder? Und das Problem ist halt, ich will irgendwie den Steinbruch jetzt auch nicht mehr ausbauen. Ich meine, wir haben erstens mal 540 Stein, was sau krass ist. Und wenn, wie gesagt, wenn der Stein hier schneller auseinandergenommen wird, dann haben wir auch schneller da irgendwie so eine fette... Ein fettes Loch und müssen halt eine neue bauen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit. Was ich auch nicht verstehe, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Hallo, deinem 3M. 3. Was ich hier auch nicht verstehe, ist, warum ist hier ein X, dass er nicht arbeiten kann, wenn, obwohl er hier Zeug hat. Komisch, komisch. Komisch, komisch. Job, Gender, was hat der? Hunter. Hunter, 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 Hunter. Finde ich richtig komisch eigentlich, dass jetzt hier so viele Hunter auf einmal geben kann. Naja, das passt hoffentlich schon mal. Wie lange geht der Stream heute? Ich hätte gesagt bis um 7:30 oder sowas. So eine Stunde, 1,5. Dürfte schon passen. Läuft, oder? Fuel wird jedenfalls höher. Das finde ich schon mal nett. Ich glaube, wir brauchen fast noch einen Woodcutter. Könnte man sich eigentlich gönnen. Kann man gleich noch einen Job vergeben. Woodcutter haben wir. Wo haben wir einen Woodcutter? How much wood can a woodcutter cut if a woodcutter can cut wood? Ah! Passt hier nicht hin, weil da so eine dumme Erhöhung ist. Das wäre aber richtig nice. Alter, wir auf einmal 10 Arbeiter haben. Aber ist echt eine gute Idee eigentlich, dass wir mal. Oh Mann. Mach ich's halt hier hin. Das ist echt eine gute Idee, dass wir mal alles aus Stein machen eigentlich. Da sage ich nicht nein zu. Vor allem machen wir erstmal hier. Das ist aus Stein, hätte ich gesagt. Weil da halt einfach so viele Leute hin und her rennen. Aber ich glaube, das kostet halt 1:1 wirklich. Was sau krass ist. Vielleicht noch ein paar Bilder bauen. Ein paar Bilder bauen. Also wie gesagt, es ist echt komisch, dass hier so viele arbeiten können. Warte, ich mach mal temporär ein paar mehr. Es sind noch immer 2 von 3. Das verstehe ich so nicht. Ach, dachte ich, gell. Naja. Vielleicht hier noch ein Haus bauen, warum nicht? Eigentlich können wir noch einen Fisch bauen. Können wir eigentlich irgendwie schauen, wie viel Zeug wir von was haben? Ich glaube, das kann man doch hier irgendwo. Alter, wie unsere Population hier einfach nach oben geht. Richtig krass. Inventory. Warte, wir machen mal kurz ein bisschen langsamer. Damit es nicht so abgeht, während ich irgendwas schaue. Trade Items. Okay. Ale haben wir ziemlich wenig. Firewood haben wir viel. Beef. Log. Roots. Pumpkin Stone. Von was haben wir denn eher weniger? Fisch. Fisch, 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 Fisch. Fisch haben wir nirgends, oder was? Doch, Fisch. Ich glaube, wir machen noch eine Fischehütte. Einfach nur, weil wir es können. Fishing Dock. Aber irgendwohin
wo es nicht stört. Ich glaube hier hin. Das ist doch gut. Da passt gut hin. Ja, YouTube ist wieder down. Wenigstens streamst du jetzt. Ja, ist echt voll komisch. Vorher YouTube. Irgendwie wollte der erstens mal so einen Bestätigungscode und dann konnte ich irgendwie nicht einloggen und keine Ahnung, so komisch. Alter, 16 Arbeiter haben wir jetzt. Krasser Scheiß, Mann. Das ist echt krass. So, wir erhöhen und jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. Wir erhöhen unser Log-Limit noch ein bisschen. Haben wir 3500. Gehen dann hier oben zu unserem Trading-Post. Und, warte, dann erhöhen wir... Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Dann erhöhen wir aber hier den Fuel auch auf 3500. Dann haben wir genug Storage. Dann können wir nämlich hier... Warte, eigentlich können wir da im Trading-Post einfach mal ein paar Leute anstellen. Warum nicht, wenn wir so viele Laborers haben? Dann können wir sie auch wieder wegnehmen. Und dann können wir eigentlich hier das Firewood mal auf, keine Ahnung, 2000 nach oben treiben. Und... Ja, Firewood, obwohl, machen wir einfach noch höher. Warum nicht? Nochmal 3000. Zack, zack, zack. Ich weiß, ich könnte es auch eingeben und markieren und so, aber es ist ja langweilig. Log, haben wir auch mal nach oben auf 1000, warum nicht? Hoffen mal, es wird jetzt nicht voll. Aber Firewood ist halt einfach das Effektivste zum Traden, finde ich, persönlich. Da wollen wir eine Firewood 4, okay. Und wo können wir eigentlich noch Leute hin tun? In Marketplaces, gell? 2, 3, 4, warum nicht? Tun wir mal ein paar mehr in Marketplace. Ich meine, wenn die Leute schon nur rumhocken die ganze Zeit, ist es auch besser, wenn sie was für ein Sinnvolles machen. Wie lange streamst du schon? Dass du live bist? Ich habe keine Ahnung, vor ein paar Minuten angefangen vielleicht. Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, aber nicht lange. Hast noch nicht viel verpasst. Und ich werde es wahrscheinlich sowieso im Nachhinein nochmal bei YouTube hochladen, das heißt, du kannst auch... Oh, hier ist ein Trader. Kannst... Oh, da, warte, warte, warte. Warte. Du kannst es hier im Nachhinein auch nochmal anschauen. Warte, machen wir mal Stopp. Alter, was gibt... Was, Alter, was können wir uns hier alles gönnen? Beef können wir uns holen. Walnut Seeds. Squash, Squash haben wir schon. Weeds, haben wir Weeds? Muss ich gerade nochmal schauen. Ne, Weed haben wir nicht. Dann holen wir uns definitiv Weed. Ja, brauchen wir 2000 für. Ist ja schnell gemacht mit dem Firewood, das wir ja gestort haben. Einmal Weed bitte. Obwohl, nein, Weed Seeds. Weed Seeds hier. Und was können wir noch holen? Walnut Seeds haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh, Walnut Seeds? Oh, doch, Walnut Seeds haben wir. Okay, dann holen wir uns nur Weed. Er hat es jetzt nicht gespeichert. Oh man. Und nochmal 2000 draus. Und holen uns hier die Weed Seeds, genau. Ah, dann brauchen wir sogar noch mehr. 2500 und ein Log. Warum nicht? So, Trade. Haben ein bisschen was überschossen, aber egal. Wollen wir uns Codes holen? Nein, aber Squash und. Da haben wir eigentlich alles. Count, Cost. Können eigentlich noch ein bisschen Beef holen. Ich meine, Firewood haben wir eh genug. Holen uns einfach noch ein bisschen Beef, damit die Leute auch ein bisschen Abwechslung haben. Mein Beef ist immer gut. Holen wir uns alles. So, Trade. Dismiss. Cool. So muss das. Gehen wir wieder auf 5 Speed. Schau, was im Chat so abgeht. Du hast wahrscheinlich noch mehr Hunting Cabins gebaut, deshalb 15 Plätze für Jäger. Und du kannst bei deiner. Kannst du links neben den X-Season Karte. Da siehst du die Produktion des. Ja, das weiß ich schon. Hallo Porsche GTI. Hier kann man draufklicken, ich weiß schon. Aber ich habe keine Hunting Cabins mehr gebaut irgendwo. Ich habe nur die, die ich gerade abgeklappert habe. Was ich halt einfach sau komisch finde. Fisherman haben wir jetzt auch 6 von 12. Das ist auch komisch, weil ich meine... 8 von 12, warte, es passen auf einen Fischerdock 4 Leute. Okay, das macht sogar Sinn. Das macht sogar Sinn. Tun wir überall 3 dazu. Jetzt haben wir hier 3 und hier 3. Okay, das macht sogar Sinn. Aber Hunting. So viel habe ich gar nicht. Ich wollte mal nur 3 reinpassen und ich habe 4 oder 5 Hunting Cabins. Da habe ich irgendwie doppelte Hunting gebaut. Warte, jetzt zähle ich nochmal an. Ach, 1. 2. Immer 3.
Hier oben irgendwas? Nee. Ich hatte vier. Ich hatte wohl wissen, was ich wo gebaut habe. Fünf. Das heißt, 5 mal 3 sind 15. Das passt sogar. Da habe ich euch Bullshit erzählt. Warum habe ich die dann weggenommen? Das passt doch. Hattest recht. Entschuldigung, tut mir leid. So, bitte mehr Leute. Und wir sind schon im Jahr 36. Geiler Scheiß. Oder 100 Bevölkerung haben wir geknackt. Also 100 Adults. Geht's richtig zur Sache, Mann, ich sag's euch. Na, richtig krass, Mann. Alle hart am Arbeiten. Ich glaube, ich nehme einfach zwei von den Markets weg. Was soll ich noch bauen? Sagt an. Was kann ich noch bauen? Ich weiß nicht, soll ich mal Nomaden aufnehmen? Jedenfalls müssen wir noch ein paar Häuser hier irgendwo hin zocken. Machen. Haben die hier eigentlich schon die Straßen fertig gebaut? Ich glaube schon. Würde ich aber fast sagen. Wir bauen hier auch noch irgendwo eine Straße, wo es hier so durchgeht. Hier einmal so. Und hier auch hier hin. Damit die hier schneller hinkommen. Weil ich nett bin und so. Was soll ich bauen? Was soll ich bauen? Was soll ich bauen? Das ist der Frage. Vielleicht eine Storage bauen. Ich weiß gerade nicht. Können wir hier nicht einen Pfad bauen? Ja, hier ist Platz für einen Zweierpfad sogar. Ich glaube. Ah, hier kann ich auch durchbauen. Machen wir doch hier einfach mal einen Pfad. Dann können wir nämlich da hinten wieder ein paar Häuser hinstellen. 1, 2, 3, 4 Häuser. Zack. Direkt neben die Schule. Da werden sich die Kinder freuen. Hier vielleicht mal einen Platz freilassen. Und hier passt auch noch eins hin. Cool, cool. Vielleicht pausieren wir mal zwei dabei. Wann kommen die Naturkatastrophen? Oder ist das nicht das neue SimCity? Es gibt auch Naturkatastrophen, aber bis jetzt habe ich noch keine... Keine gesehen. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ich finde es auch gut, weil, ich meine, wenn ein Hurricane kommt, dann sind wir ziemlich gearscht. Eine Kirche. Eine Kirche habe ich aber, glaube ich, oder? Habe ich eine Kirche? Ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal eine... Nein, stimmt, ich habe keine Kirche. Da kein Basti bringt, baue sie einfach. Und einen Friedhof. Einen Friedhof habe ich schon, aber der ist halt voll. Frage mich, ob man den Friedhof auch kaputt machen kann. Und dann nochmal neu aufbauen, ob die Gräber dann weg sind. Das würde mich mal interessieren, das probiere ich mal kurz. Remove Structure. Bitte mal den Friedhof hier kaputt machen. Schau, ob die Gräber dann auch weggehen. Warum frierst du? Der Arme. Wir haben aber alles eigentlich ganz gut. Es läuft eigentlich alles. Sind hart am Arbeiten hier. Unsere Bevölkerung steigt, jetzt habe ich das da oben schon wieder weggetan. Meine Güte, ey. So. Ja, wollt ihr mal hier das demolischen vielleicht? Finde ich schon teilweise sozial, wenn ihr das machen würdet. Und eine Moschee. Ja, heute kommt FTB. Ja, baut mal da bitte ein bisschen schneller vielleicht. Machen wir hier vier Bilder. Aber eine Kirche ist eigentlich echt eine gute Idee. Chapel. Wo könnte man die denn hinstellen? Vielleicht hier oben irgendwie so? So ein bisschen abseits. Na, ich glaube, da ist die gut aufgehoben. Bauen wir hier den Weg vielleicht noch länger? Beziehungsweise, wie schaut das hier aus überhaupt? Gut, bauen wir den Weg mal hier so ein bisschen länger. Wann kommt dann wieder? Wann kommt dann wieder was? Learn to German, Junge. Hey, der Weg ist ja noch gar nicht fertig gebaut. Oh, hey. Ist eigentlich auf fünffach Geschwindigkeit, okay. Was bietest du an? Oh, Chicken. Aber keine... Chicken. Eggs. Ich will aber Chicken, ne? Aber ich glaube, das war einfach nur Chicken, kein
keine Chickens zum Anbauen. Schade. Ne, ich kann auch immer kein Chicken anbauen. Mann, ich will eigentlich mal ein Chicken anbauen können. Das ist richtig nice. Ich glaube, ich split die fast mal. Damit hier auch noch ein paar rübergehen. Oder dass hier auch welche arbeiten von mir aus. Tun wir halt hier nochmal ein paar hin. Jetzt haben wir Herdsman 7 von 7. Ja genau, jetzt haben wir halt hier dreimal Cattle. Egal, kriegen sie wenigstens genug Beef. 4 von 7, 7 passt alles. Vielleicht mache ich das da dann einfach mal empty. Tu dann da irgendwann Chickens rein. So, Hühner, wenn die Zeit reif ist. Vielleicht wollt ihr nicht die Häuser hier fertig bauen? Doch, okay. Hühner anbauen, ja, Hühner anbauen. Viele Beefs kommen immer standardmäßig um 20 Uhr übrigens. Falls ihr euch gewundert habt. Also normalerweise werden wir es schaffen. So, nein, die bleiben sogar da. Oh Mann. Finde ich aber nicht sozial. Können die das nicht wieder wegmachen oder so? Ich glaube, es bleibt einfach so. Oh Mann. Vor allem Friedhof ist halt richtig behindert, weil der halt wieder so ein dauerhaftes Teil ist. Aber ich glaube, hier wollte ich eh nie wieder was hinbauen. Das heißt, wir machen hier... Ah, das ist ein bisschen zu klein. Ist überall so klein hier. Hier vielleicht irgendwas? Hier vielleicht? Alter, so groß kann der sein. Ich glaube, ich lasse den Friedhof erstmal. Wir sind halt ein bisschen unglücklich, aber Friedhof ist ne. Ne. So, wir machen mal einen Chapel. Genau hier hin. So. Der braucht eine Menge Iron, eine Menge Stein, aber ich meine, wir haben es ja. Das passt schon. Es arbeitet eh nur einer in der Mine. Ich glaube, ich hau noch ein paar Typen in die Quarry. Oh, 6. Das passt schon. Bauen wir halt irgendwann eine neue Quarry. Wenn es soweit ischt. So, baut mal bitte hier das da auf. Ich würde gerne wissen, was das bringt. Wahrscheinlich stehen da. Provides happiness for the devout and a place for meet and worship. To meet and worship, okay. Hört sich an sich schon mal nicht schlecht an. Würde ich so sagen. Aber irgendwie tun meine Eier gerade weh. Ich weiß, das hat euch alle schon mal interessiert, aber irgendwie schon. Hallo Herkules, schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschalten hast. Vielleicht noch ein Bilder. Kann ich eigentlich hier Increase Priority? Ich glaube, die haben doch hier alles schon, da haben die hier schon gebaut. Ich glaube, die haben hier überall schon die Steinwege gebaut. Okay, das finde ich sozial. Vielleicht kannst du ein paar Brunnen bauen, wenn du Feuer und andere Katastrophen an sind. Brunnen habe ich schon. Einen habe ich hier. Und ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, einer ist noch hier drüben irgendwo. Ich habe hier irgendwo... Da ist einer. Also, ja. Habe ich schon vorgesorgt, ne? Was haben wir hier? Der dauert ja noch ewig. Können wir da ein weiteres Haus noch bauen. Können noch ein paar Bilder zuweisen. All diese Bilder im Kopf. Und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Was ist das hier eigentlich? Aha, da können wir speichern. Okay, da kommen wir automatisch in die Town Hall. Was auch immer das bringt. Warte, Weed? Wir können doch eigentlich mal Weed anbauen. Ein bisschen Weed. Squash, Potato, Bean. Wir haben zweimal Bean, dann machen wir das da hier zu Weed. Gut. PS, Twitch sagt, dass du ohne Finger... Oh. One Finger. Oh ja. Dann soll ich das natürlich mal ändern. Ich zocke nämlich Banished. Eine sehr gute Idee. Banished. Gibt's das? Das gibt's sogar. Dann. So, jetzt müsste's wieder okay sein, hoffe ich mal. Spiele ich heute noch was anderes außer dieses Spiel? Ne, ich glaube nicht. Vielleicht. Oder was? Mach mal Vorschläge hier. Und dann schauen wir weiter. Aber eigentlich habe ich mir so vorgenommen, für jeden Stream, spontan Stream, so ein Spiel rauszusuchen, das mal eine Zeit lang zu zocken und dann hochzuladen. Dann sind halt für Spiele so, von denen ich nicht wirklich ein Let's Play-Projekt machen wollte. Oder weiß ich noch nicht, besser gesagt, ob ich da ein Projekt von machen wollte. Also, mal schauen. Aber wie gesagt, mach Vorspiele. Vorspiele. Vorspiele ist auch nicht schlecht, aber mach Vorschläge. Ich frage mich gerade, wie viel haben wir denn hier? 2 Herbalists. Stonecutter Miner, Vendor Taylor,
Farmer. Ich kann natürlich einfach noch einen Tailor machen. Die Klos mal ein bisschen erhöhen. Bauen wir hier vielleicht noch einen Tailor hin. Oder noch einen... Ich meine, wir haben echt so viele Typen. Bauen wir doch noch einen Blacksmith. Wenn die Church fertig ist, natürlich. Ich glaube, ich mache hier so ein... Ich weiß gar nicht. Kann man hier durchgehen? Ich schau gerade. Ansonsten baue ich hier noch eine Straße lang. Genau. Seid ihr gerade am Bauen? Ihr seid am Bauen, okay. Lass mal das Haus hier auch noch bauen. Wir wollen ja konstanten Zuwachs. Was? Oh, scheiße. Wir verlieren Essen. Das ist nicht gut. Was will der? Firewood, Stone. Warte, wir können eigentlich ein bisschen Stone. Können wir das ein bisschen Stone? Geben wir dafür ein bisschen Firewood her. Habe ich kein Problem mit. Stein ist immer gut. Vor allem, weil Firewood halt erneuerbar ist und Stein ist nicht so. Aber wir brauchen mehr Essen, Jungs. Wir brauchen mehr Essen. Wir brauchen mehr Essen, wir brauchen mehr Essen, wir brauchen mehr Essen. Ich glaube, ich gönne mir einfach hier mal 20 Gatherer. Weil ich es kann. Ja, Hunter wären auch nicht schlecht. Hoffentlich komme ich durch die Krise durch, weil es geht als... Ah, scheiße, habe ich schon wieder getan. Wenn das Essen dauerhaft nach unten geht, dann ist das nicht so erotisch. Ja, heute gibt es eine FTP-Folge. Hallo Gladiator Pig! Da gibt es schon täglich fast um 20 Uhr, ja. Feed the B-Stream. FTP-Stream. nee. Warum sollten wir einen FTP-Stream machen? Das finde ich immer ein bisschen dumm, weil dann müssten wir das beide aufnehmen und dann auch hochladen. Ich finde das irgendwie nicht, das, ich weiß nicht. Reicht nicht eine Folge am Tag. Mal schauen, vielleicht irgendwann. Jo. Ansonsten tut sich nichts im Chat. Wie viel haben wir es eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Also 22 Zuschauer, seid ihr verrückt oder was? Was geht mit euch? 9 haben wir es, okay. Echt krass. Also wenn ich öfter streame, ja, und dauerhaft ein bisschen mehr Zuschauer habe, dann könnte ich echt mit Twitch gepartnert werden und dann echt streamen wirklich zu so einer richtig geilen Sache machen. Hätte ich persönlich nichts dagegen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, weil ich schätze mal, Streams sind relativ gut für euch. Also machen euch Spaß, hoffe ich mal. Weil wenn ich die im Nachhinein nochmal YouTube hochlade, vielleicht dann auch so ein Slog, so ein, keine Ahnung, ein Rock, so Raffi Log, keine Ahnung, wie es war, ein Rock. Rocken. Roggenbrot oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir auch mal die Fisherman erhöhen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Also ich will die halt nicht überfischen. Das ist halt die Sache. Ich glaube, ich nehme dann doch wieder ein paar mit weg. Das passt schon. Wir müssen auch irgendwas bauen, mit dem wir Essen machen. Scheiße. Irgendwie Essen, Pasture, Fishing Dock. Also ich glaube, unser Essen schießt halt richtig in die Höhe. Ob sind hier noch 3 von 17? Ich glaube, unser Essen schießt richtig in die Höhe, wenn wir die Dinge hier voll haben. Dann geht es richtig zur Sache. Der dürfte eh schon was produzieren. Produziert er schon was? Der produziert Leder und Beef. Beef. Beef meine ich. Okay. Schafe wären natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir bessere Dings machen. Ironbill meldet sich wieder als Moderationskraft an. Hi! Wie wäre es mit... Ach, kein Plan. Bleibt bei Banished. Okay. Ist der TF2-Server down, Ironbin? Hallo an allen neuen TF2-Server, weiß ich nicht, musst du Schabo fragen und so. Oder Ironbin selbst. Die Eisentonne wieder. Vielleicht soll ich noch ein paar Felder machen. Warum sind... Warum... Verrecken die Kühe hier? Okay. Das sollte ich mal beobachten, aber das ist halt richtig komisch. Ups. Das ist echt komisch. Warum verrecken die? The
Gut, kann ich. MC, COD, Multiplayer, CSGO, Saints Row 4, Garry's Mod, Super Meat Boy, Portal 2. Das sind natürlich alles gute Vorschläge, die für einen anderen Stream zum Beispiel warten können. Also ich glaube, heute zocke ich mal nur Banished, aber ich kann auch mal einen Stream machen, wo ich einfach alles zocke, was ihr wollt und einen Community-Stream oder sowas mache. Und wie geht's denn so heute euch denn so? Ja, ziemlich gut, Real Gamer. Schön, dass du fragst. Aber mein Leben kann mich nicht beklagen. Die Fischer überfischen nur, wenn die Arbeitsbereiche von zwei sich überschneiden. Wenn du Lust hast, wäre Garry's Mod Lust. Ja, stimmt. Fischer. Okay, dann habe ich einfach noch ein paar mehr Fischermen hin. Und Hunter, ist das dann auch so? Oder nicht? Wäre mal interessant. Dann drehe ich auch die Hunter-Zahl ein bisschen nach oben. Was haben wir hier? Gatherer. Hunter. Gatherer. Ich glaube, hier haben wir eh überall die Dreier-Kombo. Jo. Wo könnte man sich denn noch so etwas hingönnen? Wie viel Range hat denn der? Das ist hier die Frage. Forester. Hier wird sich glaube ich nicht so ganz auszahlen. Hier schon eher. Aber auch nicht so. Wollt ihr das mal vielleicht fertig bauen hier? Oder was wird denn noch gerade so heftig? Ne, anscheinend wollen sie es nicht fertig bauen. Oder F5, was? Stell die Quali runter. Achso, der Stream lag bei dir. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, weil ich inzwischen in so einer hohlen Quali stream oder keine Ahnung. Auf wie kann ich mich nachher mit dir unterhalten über rechts? Unter anderem. Von mir aus? Habe ich kein Problem mit. Hallo, Draka! Was geht's in dem Spiel? Es ist sowas wie Anno, SimCity und lauter so Aufbauspiele, aber halt nur ein bisschen kleineren Stil. Weil man hier am Anfang so ein paar Siedler sind, ist. Und vielleicht werde ich vielleicht auch mal noch mein Let's Play von machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es halt einfach richtig geil, aber ich glaube, wenn man einmal das komplett durch hat, also halt, keine Ahnung, richtig viel gespielt hat, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ja, Eisentonne passt schon. Die Erträge hängen auch davon ab, ob da Wild spawnt. Aber angeblich habe ich auch gehört, dass man die überjagen kann, irgendwie. Natürlich auch nicht so das Beste wäre. Und Essen geht wieder ein bisschen nach oben. Das finde ich schon nett. Wollt ihr mal vielleicht hier die Kirche fertig bauen? So ab und zu? Nee, vielleicht schon. Nein. Wir brauchen noch ein paar Häuser. Nicht, dass unser Bevölkerungswachstum aufhört. Das finde ich nicht so erotisch. Es wird richtig zusammengewürfelt hier. Aber egal. So. Hier schon mal Abgrenzungen. So, ich glaube, das hier setze ich eins nach hinten, damit man hier noch an der Chapel vorbeigehen kann. Dann machen wir nochmal zwei Häuser, warum nicht? Wobei, ich meine, unser Essen wird eh langsam knapp. Scheiße, was macht man da? Wildtiere. Okay. Hey ho, servus Skywalker! Skywalker, du bist nicht pink. Ah, hallo Stickmann. Hast na auch schon Titanfall gespielt? Nee, Titanfall noch nicht, der kommt erst morgen raus. Kann ich erst am 13. März zocken. Ja, schauen, was ihr noch so schreibt. Oder richtig krass, wie viele Leute heute schreiben. Was, Raffi Streamzeit, wann? Hallo Fallout-Fan, 34 Minuten. Alter, der Iron Bin hat den Durchblick. Oh ja, ein Match und ist da. Nein, der ist weg. Scheiße. Oh Mann, das habe ich voll ver... Halt. Nein, oh, ja, traded noch, warte. Pause. Apple Seeds und Potatoes. Seeds, haben wir Potatoes schon? Ich glaube schon. Aber Apple Seeds wären nice. Potato dürften wir, Potato haben wir schon. Aber Apfels, oh, hier arbeitet niemand. Kann doch gleich einer arbeiten. Chapel Members, okay. Das ist natürlich cool. Hoffentlich kriegen die auch irgendwas draus, wenn die da sich gönnen. Feuerholz, auf geht's. Feuerholz verbraten. Zack. Trade. Okay. Weiter bitte. Gut, gut. Die beiden Häuser dürfen auch bald gebaut werden. Wie schaut es mit unserem Essen aus? Es geht langsam wieder nach oben. Okay. Ich meine, seit wann ihr überhaupt mal streamt? Ja, seit 34 Minuten. VPN for the win. Ja, du kannst mich mal. Also Titanfall. Einfach mal abonnieren hier auf Twitch und du bekommst eine E-Mail, wenn er online geht. Richtig, ich guck's am Handy, da kann man die Quali nicht runterstellen. Raffi holt ihn dann und kann spielen.
Ja, heute bringt es eh nicht mehr, wenn, dann zocke ich morgen halt ein bisschen. Wobei halt morgen ext... Oh scheiße, wie unsere Leute verrecken. Wobei morgen halt extrem dumm ist, weil übermorgen schreibe ich eine Schulaufgabe. Und da sollte ich eigentlich ein bisschen lernen. Und ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber ein paar Stunden gehen schon. Vielleicht kommt ja morgen schon das erste Live-Gameplay von Titanfall, wer weiß. Also runtergeladen habe ich es mir schon, zu preloaded. Das mit dem E-Mail bekommen ist nur nervig, wenn man circa 20 Stream followt. Ja, dann darfst du halt nur meinen followen. Okay. Unsere Leute verrecken gerade ein bisschen, was mir Angst macht. Ich glaube, ich hole mal ein paar Leute von dem Vendor runter und dem Trader auch. Damit wir wieder ein paar haben, übrig haben. Die auch arbeiten können. Ist ja nie schlecht. Nachhinein kann man ja immer noch aufstocken. Unser Essen geht aber echt ein bisschen nach unten. Wie schaut's hier aus? Die haben nur noch zwei. Können die sich nicht mehr vermehren? 9, 11. Vielleicht sollte ich die mal splitten. Genau, dass hier 6, 7, 6, 9 sind. Wie viel bringt der eigentlich? 400 Beef im Jahr. Okay, das passt eigentlich. Kann man lassen. Ja, das ist eine Schande, wenn ich das Spiel nicht kenne. Ist es eine Schande? Nee, ist eigentlich keine Schande. Ist eher so ein. Ist gar nicht mal so unbekannt. Und bekannt ist es eigentlich auch nicht. Also Conker jedenfalls Let's Played. Kennt ein paar Leute. Macht auch eine Menge Spaß. Herkules, TNT. Oder Far Cry 3 vielleicht streamen. Nee, warum habe ich ein Let's Play von? Also Let's Play-Spiele werde ich glaube ich auch nicht streamen. Ja, Stockmann, viel Spaß beim Titanfall-Stream, du Sack. Zocken. Tekkit Lightmap zocken. Ich weiß nicht, was ihr mal mit Tekkit Light habt. Das ist doch schon Ewigkeiten her. Mit dem habe ich eigentlich schon längst abgeschlossen. So ein bisschen. Ich weiß nicht. Also für mich ist das inzwischen so. Nee. Hoffnung aufgegeben. Wollte man vielleicht hier die beiden Häuser bauen? Weil ich euch sehr verbunden. 7 Laborer ist jetzt auch nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir noch ein, zwei Felder bauen. Ist nur die Frage, wohin. Aber ein, zwei Felder mehr wäre echt nicht schlecht. Oder noch eine Pasture. Ich glaube, ich baue aber. Also ich glaube. Wie viel Range hat denn der hier? Ich glaube, hier gönne ich mir irgendwann noch eine Pasture und hier noch ein paar Felder. Man kann ja schon mal planen. Ist too large, okay. Die gehen ja gar nicht mal so groß. Doch, die gehen doch ganz schön groß. Das überschneidet sich halt schon sehr mit dem Forest-Zeugs. Mach ich das lieber ein bisschen kleiner. Okay, die geht nur 20. Ich glaube, die geht 20 mal 20, aber 20 mal 20 das höchste. Machen wir mal. Oder machen wir nur 20 mal? Nein, machen wir ein bisschen kleiner. Machen wir das. So ist gut, glaube ich. So passt das. Und dann bauen wir hier noch ein, zwei Felder. Sind auch nicht schlecht. Leichtes Essen. So, hier vielleicht 7 mal 14. Warum kann ich das da nicht hin tun? Das finde ich schon sehr asozial. Vielleicht so mal 14. 7 mal 14. Machen wir es halt so. Und dann hier noch ein 7 mal 7. Das geht sich nicht aus. Dann machen wir halt ein 6 mal 8 ist 3, 24, 48 und 7 mal 7 ist 49. Ja gut, das geht. 8 mal 6 geht auch. Ja, passt schon. So, hier wieder einen Weg rumbauen. Kann man keinen Weg rumbauen. Das passt schon. Ups. So, die müssen die Felder erstmal bauen und alles Mögliche. Das passt schon. Forester Lodge ist halt ein bisschen ineffektiver geworden, weil es hier überschneidet, aber es passt schon. Das geht schon. 9, 11, 7 von 20. War das wirklich so wenig? Ich glaube schon. Passt schon. Oh Gott, Sprint hier gerade in den Chat, Mann. Raffi, spiel mal Feed the Beast Unleashed. Warum habe ich drei Ställe? Ställe? Warum nicht? Finde ich nice. Kriegt man später richtig viel Essen. Hast du den South Park Stick of Truth? Nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das hole, ich weiß nicht. Bin nicht so der Rollenspieltyp und ich war noch nie der richtige South Park-Fan. Also ich finde es witzig, aber Spiel muss ich dazu jetzt nicht wirklich haben. Ich finde Tekkit Light war das mit Abstand coolste Projekt auf deinem Kanal, meiner Meinung nach. Ja.
Wenn du meinst. Aber ich hatte bei, also es war schon cool, aber ich hatte bei anderen Projekten auch schon meinen Spaß. Also so ist es nicht. Zwei Farmer brauchen wir jetzt noch. Jetzt haben wir 9 von 9, genau. Weil wir haben jetzt viele Laborer, die arbeiten. Und unser Essen geht noch oben. Das macht doch Spaß so. Vielleicht sollten wir noch irgendwo eine Storage Barn hinbauen. Was gönne ich mir hier jetzt nochmal 2 Häuser? Hey Chavo. Ja, war cool und FTP ist schwul. Kannst mich mal. So extrem will ich das nicht sagen. Hey Chavo, der Chavo, wer bist du und was machst du mit Chavo gemacht? Der Chavonator. Huh, GG. Oh, hey Chavo. Ich bin in seinem Kopf, oh mein Gott. Tech und FTP sind doof, wenn man die Power Suit hat, meine Meinung. Naja. Hi Chavo, Chavo, hast du von mir die IP per Nachricht bekommen? Oh, was für eine IP? Um mich zu hacken, oder was? Das fände ich natürlich nicht so sozial. Hier gönnen wir uns nochmal Weed. Auf geht's. So, jetzt haben wir 10 Farmer. Das geht eigentlich. Hier, ah, die bauen hier noch. Die hier Moon. Das heißt, es ist genau das gleiche Geräusch aus Minecraft, glaube ich. Ich mach mal kurz noch ein bisschen schneller. Ist eigentlich ein Trader schon wieder da? Nee. Aber unser Essen geht nach oben. Da wird man euch loben. Das ist so. Which game? Banished. Steht oben. Ich mag auch FTP. Ich wollte nur nochmal was, dass ihr vielleicht noch einmal die Map spielt und so eine Rundtour macht. Ja, da müsste ich Moritz, Wolf und Simon nochmal zusammenholen und die 4 ohne Zeitprobleme nochmal zu vereinen, ist schwer. Wir sind alle sehr beschäftigt. Und inzwischen hat sich das schon ein bisschen auseinandergelebt, also ich weiß nicht. Oida, die hat 170 Mitglieder. Nicht schlecht, das ist eine richtige Sekte, Mann. Krasser Scheiß. Ich hätte mal gern Chickens. Ich glaube, die sind viel besser. 9? Warum geht denn das hier nicht voran? Wie soll man ein bisschen vögeln hier? Oh, ein Trader. Bitte gib mir Chickens. Machen wir erstmal wieder Pause, damit ich besser alles durchlesen kann. Alter, richtig krass hier. Chicken Steel Tools. Warum nicht? Ich meine, Feuerholz haben wir beides fast auf maximal. Da kann man schon ein bisschen was tauschen jetzt. So. Zack. Beans haben wir, glaube ich. Ja, Beans haben wir. Iron könnten wir uns holen. Walnuts haben wir. Wheat haben wir. Herbs, Berries, Cherry. Haben wir Cherry? Ich glaube nicht. Traden wir erstmal. Haben wir... Nee, haben wir glaube ich nicht. Holen wir uns noch Cherry Seeds, warum nicht? Zack, 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 zack. Oh, da ist richtig viel. Müssen unsere Holzviecher gleich nochmal richtig arbeiten. Und Cabbage, Kabatsch. Lassen wir erstmal. Aber Stone können wir uns noch holen. Auf geht's. Stone ist immer gut. Haben wir fast nichts mehr, ist ja krass. Tauschen wir ein bisschen Feuerholz für Stone und ein bisschen Holz für Stone. Das passt schon. Ich meine, unsere Holzproduktion ist eh viel zu hoch. So. Ein bisschen weniger. So, Trade. Das Mess. Vielen Dank. Jetzt dürfen wir hier auch Cherries angezeigt haben, genau. Können wir die jetzt hier anpflanzen? Na cool, könnten wir sogar. Ich glaube, wir müssen noch eine Orchard machen. Weiß nicht. 1, 2, 3 davon wäre bestimmt auch nicht schlecht. So, weiter geht's. So, was habt ihr weiß so geschrieben? oder Tackle Skyblock. Wo kann man das Spiel kaufen? Auf Steam für 18 Euro, 17 Euro, 16 Euro, irgendwie sowas. Also unter 20 Euro jedenfalls. Ich hatte die letzten 2 Wochen kaum so PC, jetzt auch nicht. Schau ich noch nach. Okay. Schafe sind am besten. Am besten für was? Für die Dings meinst du? Zum Halten. Ja, würde ich ja auch gerne haben, aber... Naja. Ich glaube, ich empty den da hier einfach mal. Oder empty ich den? 17, 7. Ich glaube, ich... Ich weiß nicht. Warum produzieren die sich nicht? Reproduzieren sich die nicht? Ich glaube, ich empty den einfach mal. Ich weiß nicht.
Ich lasse erstmal, das passt schon. Ich lasse erstmal hier wachsen. Das passt schon, das passt schon. So, sind die hier fleißig am Arbeiten? Ich hoffe mal. Scheiße. Fuck, ich habe hier zwei normale Häuser gebaut, sehe ich gerade. Gleich mal upgraden. Tut mir leid, seid erstmal heimatlos, aber das ist das Leben. Schon ein dummer Fehler von mir. Naja, passiert. Für Mitglieder 171 noch immer. Oder hier ist einmal voll Holz. Krass. 10.000 Essen haben wir auch, also es läuft eigentlich gerade. Kann man sich nicht beschweren. Für Schafsdöner. Ah, Schafe. Wie viel Uhr haben wir es? 17 nach. Oh, Nomaden. Soll ich die noch... 25 Nomaden! Was bringen denn Nomaden jemand? Kann mich da jemand aufklären? 25 Nomaden, soll ich die reinlassen oder nicht? Also 25 ist schon echt krass. Ich glaube, die lasse ich erstmal draußen. Aber werden die denn auch zu normalen Leuten oder wie ist denn das? Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Genau, baut mal die Häuser da. Alter, haben wir gerade viele Leute, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen alles machen soll. Ich baue jedenfalls noch einen Blacksmith. Damit wir einfach immer genug Tools haben. Wo ist er denn? Ich glaube, ich mache nochmal Orchard. Da sind sie. Wie groß kann man die eigentlich machen? So groß gehen die gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mache ich hier hinten vielleicht so ein paar Orchard-Felder. Schätze mal, 7x7 ist wieder das Effektivste. Ja, nein, vielleicht. Ich mache einfach mal ein paar. Zack, zack. Nochmal 7x7. So, so. Hier machen wir mal 7x14. Das dürfte vielleicht erstmal reichen. Steigen wir gleich nochmal unsere Food-Produktion, glaube ich. So, hier nochmal schön Roads immer außenrum machen. Zack. Gut macht ihr das. Bin stolz auf euch. So, was schreibt ihr dabei noch so? Spiel auch bitte nochmal die Detected Light Map, nur so, um nochmal alles zu zeigen, was ihr da gemacht habt. Die Map wäre einfach nur geil. Naja, mal schauen, wie gesagt. Nein, nimm sie, werden dann zu normalen Arbeitern. Dann pack deine Mine und Steinbruch voll. Das, die Nomaden wollen aber in ein Boardinghaus. Oh, der Trade, da ist jemand da. Wolle, wollen wir Wolle? Ich glaube nicht. Vielleicht ein bisschen Eisen. Aber. Das passt schon. Trade. Warum kann ich nicht? Der ist. Ich habe nicht genug Space. Das müsste dann halt eben. Ich habe echt nicht genug Space in meinen ganzen Storage-Barns. Hä, was? Warum habe ich nicht genug Space? Ah, weil das hier voll ist. Jetzt sehe ich es erst. Krasser Scheiß. Dann tun wir das wieder runter. 2000 von mir aus. Alter, krass, warum ist denn das voll? Tun wir das auch wieder runter. Achso, und deswegen kann man das nicht traden. Das ist natürlich richtig krass. Fuck, brauchen wir fast einen zweiten Training Post. Was ist das für ein krasser Scheiß? Na gut, das passt schon. Jo, was geht hier so ab? Ah, stimmt, hier müssen wir was einstellen. Einmal Äpfel. Einmal Cherries. Und einmal... Das haben wir noch nicht. Walnuts. Cool. Und dann machen wir, glaube ich, mal hier... Obwohl, das kann so bleiben. Hallo, Zitz. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber schön, dass du da bist. Schön, dass die allen geschalten haben. Ich weiß nicht, die Orchas, die sind, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, da brauche ich mir nochmal ein paar. Einfach mal, damit wir auch alle Ressourcen haben. Können wir uns hier nochmal zwei, ein kleines und ein großes. Und dann machen wir... Oh ja, jetzt weiß ich, was ich mache. Dann gönne ich mir nämlich noch eine Brauerei. Kann man aus Apple Brauereien brauen? Also Brauzeugs brauen? Apple? Ja, kann man. Dann machen wir Ale aus Apple am besten. Dann machen wir hier zwei Apple-Sachen. Das hört sich doch gut an.
Und das Geile ist, jetzt sind die hier alle auch ein bisschen beschäftigt. Jetzt haben sie viel hier rumzutun. Soweit ich weiß, ziehen die Nomaden in normale Häuser. Nein, ich dachte, die Nomaden ziehen nur in dieses... wie heißt das? Boardinghaus oder sowas. Soweit ich weiß. Und hier machen wir nochmal, was weiß ich... Plum? Apple? Ja, warum haben wir denn hier keinen Arbeiter? 17 von 17, ah jetzt. Woodcutter haben wir, glaube ich, alles genug. Jetzt hier... hier geht's jetzt ab. I like. Vielleicht fehlt denen auch einfach Äpfel zum Füttern oder sowas? Wer weiß. Also unser Essen geht gerade richtig steil schon wieder. Habe ich nichts dagegen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Tavern. Dann haben die Leute hier bestimmt auch nichts dagegen. So genau hier hin. Trading Post. Bitte Chickens. Wheat, Venison, Root, Potato, Log, Iron Tool, Hidecoat, Fish, Chicken, Beef, Ale. Desired. Achso, und dann hier. Muss ich schauen. Quatsch, was laber ich? Oh, warte mal, machen wir kurz Pause. Peach Seeds. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Firewood gehen wir dafür natürlich wieder her. Haben wir genug von. So, und ein Log. Matten, Wheat, ein Stone Log, Pure Plum. Okay, ich will mal Chickens, Mann. Plum, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier zweimal Apple, gell? Plum, Cherry, Walnut. Und hier machen wir dann, glaube ich, mal Peach, genau. Da haben wir das auch. Haben wir alles einmal. Bei mir nicht, dann baut doch einfach ein paar von diesen Häusern. Boarding House, kann man natürlich machen. Das hat auch so ein bisschen was von Anno, finde ich. Aber ich finde, Anno ist irgendwie so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, im Massennetz. Hier ist halt mehr wirklich so ein kleines Dorf. Wobei, so klein ist es inzwischen auch nicht mehr, aber es ist ein bisschen kleiner aufgezogen, finde ich. Baue ich hier mal eine Straße durch. Setzen hier vielleicht ein Haus hin, wenn es geht. Oh, geht sogar. Zwei vielleicht? Oh, nice. Direkt neben die Pub. Die werden sich freuen. Oh, da haben wir viele Laborer, richtig geil. Unser Essen geht auch steil. So muss das, so muss das, so macht das Spaß. Cropfield, alle Wheat, kriegen wir richtig viel. Vielleicht sollten wir hier mal wieder durchwechseln. Ich mache mal eins nach unten, also hier Pumpkin jetzt. Hier Bean. Hier Squash. Hier Potato. Hier Wheat. Hier Potato und hier Wheat. Läuft eigentlich gerade so. Weil die Chapel ist fast voll. Meine Güte, ey. Wollen wir dann da auch aus Apple was machen? Oder eher aus was anderem? Weißt du was? Ich glaube, ich gönne mir hier noch ein Feld. Noch so eine Orcharz. Ist hier groß genug? Perfekt. 14 mal 7. 14 mal 7, sage ich. 14... Ach so, hä? 14 mal 7, so. Ja. Und dann mache ich hier vielleicht irgendwie aus Cherry, Peach, irgendwie sowas noch, Ale. Hätte ich doch noch einen guten Plan an. So, machen wir hier mal zwei Wege. Wir brauchen wieder jemanden, der braut. Und zwar mache ich dann hier aus... Was machen wir da? Aus Wheat können wir es auch machen. Vielleicht mache ich aus Peach. Dann machen wir hier nochmal Peaches. Also unsere Bevölkerung geht gerade schon richtig ab. Warum kriegen die jetzt nichts? Achso, weil ich wahrscheinlich noch nicht genug Peaches habe. Peach. Zack, zack. Healthy. Smileys all around. Geil. Es ist simpler als... Also Anno, man benötigt nicht so viel so Kleinigkeiten. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe zwei Awards gerade bekommen. Ist natürlich cool. Aber ich persönlich jetzt nichts dagegen. So, nehmen wir ein paar Bilder weg, damit wir ein paar mehr Laborers haben. Und ich habe gehört, Laborers sind auch nicht so schlecht. Dann können wir... Also die transportieren ja immer alles hin und her. Und wenn man so eine große Stadt hat mit zwei Sachen, dann ist das nicht schlecht. Oh, hier. Machen wir kurz wieder Pause. Pecan Seeds. Okay. Können wir uns Kohle holen? Plum haben wir schon.
Ich hätte aber echt einfach mal. Ich glaube, wir holen uns einfach ein bisschen Ale. 200 oder so und die Pecan Seeds. Das geben denen dafür Firewood. Und zwar wie viel? 1500? Das ist zu viel. Verdammt. Machen wir halt mal. So. Okay, Trade. Und weiter geht's. Arbeitet. Schaut's hier aus. 15. Oh ja, jetzt geht's aber richtig ab hier. Hat sie dann Weed gefehlt oder so? Keine Ahnung. Aber der produziert schon richtig Beef. Alter, krass. Da müssen wir unseren Food Limit gleich nochmal erhöhen. Auf 20.000 oder so. Da müssen wir noch eine Storage bauen. Storage Barn bauen oder sowas. So. Können wir eigentlich gleich mal machen. Vielleicht noch ein, zwei Häuser davor. Der kriegt nix. Okay. Vielleicht noch eine zweite Chapel direkt neben die andere. Hat die einen Einflussbereich? Nee. Komm, gehen wir uns noch eine zweite Chapel. Die Leute sollen ja an mich glauben, also an den Gott. So. Wir haben ja genug, also Iron und Stein haben wir ja genug. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um. Das passt schon. Um Kleidung und so. Ich meine, ich baue hier jetzt. Ich baue immer mehr Menschen, wie sich das anhört. Ich baue immer mehr Häuser und so, aber unsere Kleidung und so tue ich irgendwie nicht wirklich nach oben schrauben. Ich hoffe mal, das reicht einfach. So, was wollte ich hier noch bauen? Ich wollte irgendwie noch ein Hospital. Das wäre hier bestimmt auch nicht schlecht, wenn wir hier irgendwo eins rumstehen hätten. Vielleicht hier hinten. Hier so hin. Ja. Hört sich gut an. Ein paar Roads hier so hinbauen. Okay. Dann gönnt euch mal hier bitte. Hast du lange oder kurze Haare? Kurze. Beste Haare. Kurze sind viel praktischer. Also wie die hier schon richtig durchrasen. Geiler Scheiß. Herdsman. Sehr nice. Warte mal, sind unsere Schulen eigentlich voll? Wo ist die Schule hier? Da ist die Schule. Hier haben wir 11 Students. Und hier haben wir 7. Okay, das geht eigentlich. Ist nicht voll. Oh, jetzt wieder schön Sommer. Ach. Geil, geil. Hier haben wir noch 40. Oh Mann. Die Quarry geht echt langsam zur Neige. Bist du gläubig? Ich glaube an die, an die Wissenschaft, so. Denk an die Nomaden. Ja, nee. Irgendwie will ich keine Nomaden. Mal schauen. Davor baue ich aber, bevor ich die Nomaden reinlasse, wollte ich hier eigentlich noch irgendwas bauen. Genau, ich wollte hier erstens noch einen Blacksmith bauen. Stelle ich den am besten hin. Vielleicht hier unten irgendwie so. Warum nicht? Oh, hier geht's ja gut. Hier, oh ja, hier ist gut. Noch ein Trading-Typ. Schau, was der so hat. Ganz viel Zeugs, was ich alles eigentlich nicht will. Du glaubst an Andy? Ja, an Andy auch, der ist voll cool. Und ich baue noch einen. Herbs haben wir genug, gell? Herbs 500. Wo kann ich denn sehen, wie viele Herbs ich habe? Ist das die Stored Medizin? Bin mir gar nicht sicher. Herb Limit. Okay. Ne, ich glaube, wir müssen fast noch einen zweiten Herbalisten bauen. Machen wir auch noch. Auf geht's. Bin gerade in der Bauspree. Vielleicht noch einen zweiten Taylor. Kommt hier auch noch hin. Dann erhöhen wir den Close Limit auf 800. Und was soll ich bauen? Ein Herbalist, genau. Oh, hier braucht hier noch jemand einen Job. Und noch ein Herbalist, genau. Stellen wir am besten hier dazwischen. Warum nicht? Bist du groß oder klein? Groß. 1,87? Nein, 1,76? Keine Ahnung. Jedenfalls relativ groß.
Hat er die anderen nicht bei dir erwartet? Keine Ahnung wieso. Ja. So, aber hier, das geht schon richtig ab. Gut, jetzt baue ich die Sachen hier noch, die gebaut werden sollen. Dann baue ich ein Boardinghaus und dann lasse ich die Nummern rein. Okay? Okay. Also Tool Limit erhöhen wir auch mal. So. Kann das Boardinghaus ja schon mal anfangen. Wo sind sie überhaupt drinnen? Ist das das Boardinghaus? Boardinghaus, genau. Hier steht, die provides a temporary for the homeless to live. Ja, bauen wir. Bauen wir. Und zwar irgendwo ganz weit abseits. Nee, Quatsch. Das war echt die Frage, wo bauen wir es hin? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Na doch, warum nicht hier? Schön zentral ein bisschen. Abgeschieden von den ganzen normalen Leuten. So. Und dann lassen wir die Nomaden rein, wenn die hier fertig sind. Habe ich keine E-Mail bekommen. Ja, sorry, Webfreak. Keine Ahnung. Hey, yo, Raffi, was für ein Game ist das? Bin gerade erst reingekommen. Das ist Banished. Steht auch oben im Stream. Ja, richtig geil, wie viele Leute zuschauen. Also ich glaube, das mache ich einfach öfter, dass ich das ankündige. So, Taylor haben wir hier auch. Perfekt. Genau. Hier müssen wir auch wieder erhöhen. Läuft. Vielleicht noch zum Trader 2 dazu tun. Können wir noch welche dazu tun? Herbel, Herbel ist genau. Der ist auch schon fertig hier unten, genau. Sammelt der auch schon Herbs. Das können wir nochmal erhöhen, warum nicht? Ich kann einfach alles erhöhen. Ein paar Logs. Dann baue ich noch eine Storage Barn. Sind nie schlecht. Vielleicht irgendwie hier hin. Obwohl, nee, da will ich das Feld am besten erweitern. Hier? Oh ja, hier passt gut eine Storage Barn hin. Perfekt. Einen Weg hinbauen. So. Und hier auch noch einen Weg, weil nichts anderes hinpasst. Und hier auch noch einen Weg. Zack. So, Boarding House. Wann bist du fertig? Nirgends. Lach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wie lange ist der Stream schon an? Schon ziemlich lang eigentlich. Seit 18:28, stimmt, ja. Ja, aber ich meine, ich glaube, ich habe kaum genug Häuser, wo jetzt 25 Nomaden einziehen können. Was willst du noch zocken oder heute? Heute ist nur Banished. Ich glaube, ich will eigentlich so bis um, keine Ahnung, 8:30 streamen, also eigentlich bis jetzt. Also wärst du langsam zum Ende kommen. Jetzt werde ich die Nomaden noch einladen. Er wurde von einem fallenden Baum gekillt. Nein! Der Arme. So, aber was haben wir? Das Trader ist hier, gell? Ja, genau. Squash, Cabbage, Leather. Pier haben wir alles, glaube ich. Aber Iron könnten wir uns gönnen. Und verkauft der Stein? Nee. Aber Iron ist immer gut. Firewood, da brauchen wir 250, oder? Genau. Ist voll. Was ist das für ein Scheiß? Ist not enough space. Warum ist denn hier das Inventory so voll? Das ist für ein krasser Scheiß. Nehmen halt die Onions raus, das traden wir sowieso nicht. Traden nur mit Firewood. Wie viele Leute gerade verrecken, richtig krass. Alter! Kennt euch mal. Ich tue hier einfach alles raus aus Firewood. Hört sich gut an, oder? Würde ich auch sagen. Wendesten können wir auch raustun. So. Dann passt das. Unser Boardinghaus ist fertig, okay. Es ist alles fertig, glaube ich, oder? Wir haben schon mal hier nochmal kurz drauf. Zack, 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 Hunter. Hier ist alles voll, alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. Okay, dann gönnen wir uns noch ein paar Häuser und dann laden wir die Nomaden ein. Oh ja, hier ist eigentlich recht gut für Häuser. Sehe ich gerade. Bauen wir mal, keine Ahnung, 4 Häuser hier einfach hin. Warum denn nicht? So, Nomaden. Auf geht's. Ach so, das wollen sie gar nicht mehr. Jetzt sind sie, glaube ich, schon alle draufgegangen oder so. Hast du viel verpasst für Neil? Es geht. Halt eine Menge Banished. Aber ich werde sowieso nochmal hochladen, also. Passt schon.
Halb neun, also nein, bis um halb acht meine ich. Es gönnt er sich mich schon wieder. Ach Quatsch, andere Zeiten und so. Zeitzone, nee. Ja, weil du zockst eh zu viel. Uso. 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 Der hilft nur eins. Uso. So, wie viel haben wir hier? Sechs Members. Also die hier, die, Alter. Zwei Turtles, ist richtig, richtig krass. Warum produziert denn der nichts? Kein Alkohol. Können wir irgendwie schauen, wie viel wir von was gelagert haben? Ich glaube, es geht doch hier. Inventory? Ah ja, genau hier. Plum Root Stone Wheat Squash Potato Herbs. Walnuts. Warum haben wir denn keine Walnuts und so gelagert? Das ist ja richtig hässlich. Die produzieren auch keinen Alkohol. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist und bleibt ein Rätsel. Auch noch ein. Oh, wir sollten vielleicht ein paar Bilder machen. Sonst werden die Häuser nicht gebaut. Okay, hier. Oh, die werden aber auch schon langsam voll. Finde ich cool. Okay, der hat noch gar nichts produziert. Der ist wahrscheinlich gerade erst vollgekommen. 1000 Beef! Richtig nice. Oder hier richtiger Wald. Geil. Komisch. Die Bahn hier ist auch schon fertig. Wird auch wieder fett gelagert. Also es läuft jedenfalls. Aber ich würde sagen, vielen Dank an alle, die da waren. Ihr seid heute zahlreich erschienen. Ich glaube, der Peak war irgendwie 30 Zuschauer. Echt krass, muss man sagen. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen im Stream bleiben, aber ansonsten werde ich das hier beenden. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr es im Nachhinein nochmal auf YouTube durchschauen, wenn ihr wollt. Wird euch wahrscheinlich niemand dran hindern, hoffe ich mal. Jetzt könntest du täglich einen Livestream machen, nee. Machen doch gar nicht satt, oder? Na klar, Walnüsse sind saugeil, Mann. Oh, hier machen Vendor. Ein Vendor. Oh, 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 Chickens. Gib mir alle deine Chickens. Ich will. Bitte, gib mir deine Chickens. Und Schafe auch noch. Fuck. Da müssen wir unser ganzes Feuerboot weggeben. 2000. Wir gönnen uns alles hier. Alter. Der will jetzt alles, was wir haben, glaube ich. Aber ich meine, das ist auf das, was ich gewartet habe. Hier muss ich einfach zuschlagen jetzt. So. Trade. Nice. So, da muss ich aber das hier nur kurz richtig machen, gell? Und zwar machen wir hier jetzt Schieb rein. Genau. Zack, zack. Und hier Chickens? Fragezeichen. Kann ich die nicht emptyen? Scheiße, kann ich nicht mehr emptyen. Ich glaube, da müssen wir fast noch eins bauen. Krass. Oder einfach mal alle schlachten. Wir schlachten einfach alle. Wenn es leer ist, dann können wir da, glaube ich, Chickens reinhauen. Die Chickens dürften eh nicht so viel Platz brauchen, hoffe ich mal. Alter, Dark Sky Gamer, kenn dich! ab am besten. So, ja. Ich glaube echt, ich würde hier ein Päuschen machen. Wahrscheinlich wird es irgendwann nochmal einen Banish-Stream geben. Aber danke, Eisentonne, dass du hier den Stream so regelst. Vielen Dank. Ich habe 21 Schafe. Ist natürlich auch nice. Dürfen wir ja nicht Wolle kriegen. Fuddy, nice. Also wie wir einfach abgehen. Richtig, richtig geil. Gut, aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde wahrscheinlich im Nachhinein noch ein bisschen im Chat sein. Super geile Mods sogar. Ich hoffe mal, die verrecken hier nicht, die Chickens. Will ihr die endlich mal schlachten hier? Empty. Ah, drücken wir Empty und dann machen wir hier nämlich Chickens. Ja, hier passen 12 Chickens rein. Perfekt. Na gut, aber dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben oder in den irgendwo hinschreiben, ob ich nochmal sowas machen soll, ob ihr das vermisst oder nicht. Und ansonsten, ja, haltet Ausschau auf YouTube nach dem Video oder abonniert den Stream. Dann werdet ihr in Zukunft immer informiert, wenn ich online gehe. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Vielen Dank an alle, die so zahlreich erschienen sind. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Genießt das schöne Wetter, genießt einfach alles. Also, tschaußen.